Dann wird die fünfte. Was? So. Los geht's. Ja, liebe Team Inside-Freunde, jetzt auf dem Großglockner oben eine Legende des Vorarlberger Radsports. Habe ich mir da schnell geschnappt. Und zwar neben mir der Max Kofler. Max, hinter uns das Futschertürle. Da oben haben wir es. Ich glaube, du bist schon öfters hochgefahren. Wie ist das für einen, sagen wir mal so, Urvater des Vorarlberger Radsports? Wie ist das für einen, den Senior-Chef der Familie Kofler, jetzt hier oben zu stehen? Mit so einer erfolgreichen Ö-Tour, wie sie jetzt im Moment läuft für das Team Vorarlberg. Ja, weil das hat sich die letzten Jahre brutal gut entwickelt. Also, man heuer mit denen haben wir so gute Burschen dabei. Und die Erfolge stecken an, auch im Team drinnen, oder? Ja, das ist ganz klar. Und die haben da so eine Euphorie. Und ich glaube, dass man auch heute und in Kitzbühel etwas Tolles haben wird. Also, natürlich, dass es noch weitergeht, oder? Dass man noch ein bisschen was reicht. Ja. Wie ist es da hochzufahren? Wie ist der Großglockner für einen Radsportler? Ja, der Glockner selber ist natürlich schön zum Fahren. Aber du musst die Körner einteilen, gell? Weil die immer große Kehren sind. Also zum Fahrer ist das viel angenehmer als wir als Kitzbühel. Ja. Kitzbühel hast du keine Chance, nur eine Sekunde mal das Pedal locker. Das ist der Unterschied. Aber heute traumhaftes Wetter. Wir haben jetzt 8 Grad hier draußen. Schon ein frischer Wind. Aber wir sind gemeinsam da hochgefahren. Mhm. Es ist ein richtiger Gegenwind unten hoch. Ich glaube, das hilft den Fahrern schon ein bisschen, oder? Das spielt ein bisschen in den Karten. Ja, aber durch bisschen Ding in ein bisschen Baustelle, da haben wir einen extremen Rückenwind. Also die fahren sehr, sehr schnell heute. Und jetzt die Spitzengruppe ist jetzt die letzte Meldung. Jetzt haben sie gerade eine gute Minute Vorsprung. Ja. Und die haben vor kurzem haben sie noch die Blätter und da ganz schön zu. Die holen sie sicher noch, oder? Aber ich stelle mir vor, dass halt Movistar und Quintana, dass die heute halt da groß in Szene setzen. Ja, dass die sich von zeigen. Aber ich glaube, das Team Vorarlberg-Santing wird auch irgendwo dabei sein. Dias vielleicht, der Geisi. Ja, oder? Man darf ja nicht vergessen, wir haben halt heuer 4 gute Bergfahrer dabei. Ja. Und die sind heute, und jetzt sind die, vorher hat der Steinle vieles gerichtet, und heute müssen die Karte aufdecken. Gestern der Colin Stüssi, haben wir auf einmal aus einem Radsport, dann haben wir gesehen, dass ein Sprinter auch drin steckt, oder? Unglaublich, unglaubliche Leistung. Also bisher vom Team Vorarlberg-Santig, sagt der Max Kofler, das Urgestein des Vorarlberger Radsports. Max, vielen Dank für deine kurze Zeit. Und wir gehen jetzt wieder in den Teambus rein und schauen noch ein bisschen im Livestream vom Alpentour TV das Rennen an. Danke und schöne Grüße. Liebe Grüße nach Hause.